Hallo Jaden, wie geht's dir? Erstaunlich gut, es wird ein langer Abend. Ja, aber Hallihallo und Herz! Das haben wir schon probiert, das ist schon. Hallihallo und herzlich willkommen zum Couch Talk 26. Ja. Wir sind schon on the road to the half of a hundred. Ja, nachdem wir letztes Jahr 25-wöchiges Jubiläum gefeiert haben, an dem. Eigentlich 26 Wochen, weil einmal haben wir nicht gemacht. Und davor haben wir die neuen. Naja, die Nummern sind trotzdem, die Nummern sind nicht ausgesetzt. Nicht Also. ausgesetzt, nein, aber es sind 26 Wochen, Stimmt, ja. weil es Da eine Woche war dazwischen war. Ausfall. Ja. Da war Ausfall. Ja, aber genug davon. Wir waren heute ein bisschen unterwegs und Was das ist, werden wir. alles nur für euch. Der Kanal wird jetzt demnächst geflutet, möchte ich fast sagen. Geflutet Es mit. wird testweise was passieren. Wollen wir schon sagen? Es wird jetzt dann drei Serien pro Tag geben. Demnächst. Für Und einen zwar begrenzten Zeitraum. mal für einen begrenzten Zeitraum zum Austesten, ob es euch denn nicht zu viel ist oder so. Denn es gibt Mario Maker, kriegt einen eigenen Slot. Da wird es ordentlich Party gemacht. Außerdem wird tatsächlich New Super Mario Bros. Wii, dadurch, dass wir nicht unbedingt zwei Side-Scroller Jump and Runs gleichzeitig, vor allem nicht von derselben Marke spielen wollen, Ja. ersetzen wir Super Mario Bros. Wii durch Super Mario Galaxy. Wahoo! Und Und sollen wir die Spiele auch noch verraten, die wir spielen? nein, 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 okay. nein, nein, nein. Eins nach dem anderen, das ist einmal das, was auf jeden Fall auf euch zurollt. Wir wissen noch nicht, wie es. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es vom Plan her jetzt gerade ausschaut. Möglicherweise startet es diese Woche schon. Möglicherweise auch erst mit Anfang nächste Woche. Ja, Je nachdem, schauen wie wir der mal. Zeitplan das zulässt. Schauen So. wir mal. Sonst gibt es nicht viel Administratives zu besprechen. Eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten, wenn ich das so richtig sehe. Und ich habe mir gedacht, wir reden vielleicht einmal kurz ein bisschen über die Entwicklungen im Bereich VR. Ja. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich wirklich hingesetzt habe und echt kurz davor war, auch wieder ein großes Editorial drüber zu machen, aber ehrlich gesagt nicht allzu viele Editorials machen möchte, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass das so wieder ein bisschen die Zuschauerschaft auf Dauer spalten könnte. Und ja, es wird sicherlich hin und wieder Editorials geben, aber die kommen dann. So, Gesundheit! Entschuldigung. Ups. Nette, ich habe Gesundheit! den gespürt. So, jetzt bitte. Es wird auch definitiv wieder Editorials geben, die werden aber wahrscheinlich ausgelagert. Wahrscheinlich, ja. Ja. Fürs Erste sind wir mal mit anderen Sachen beschäftigt. Und Videospiele das spielen ist wiederum. sehr fordernd. Ja, erstaunlich. Das Erstaunlich ist. fordernd. Ja. Wir sind unter anderem auch an einigen Sketches und Kleinigkeiten sitzen wir und da schauen wir mal, wie das Genau, wird. also die Sketchflut wird nicht enden. Das nicht, nein. Wir haben Die euch, depperten Ideen sind uns noch nicht ja, ausgegangen. wir haben euch versprochen, wir machen Sketches, also werden Gibt's wir die auch auch? weiter noch Sketches machen. Und es macht doch sehr viel Spaß, sie zu filmen und dann zu schneiden. Wir haben gesehen, auch unser letztes Donnerstagsprojekt ist gut angekommen. Das war ein glücklicher Zufall, dass am Crazy Donnerstag zufällig der St. Patrick's Day war. Zufall Oder haben wir das nur gut oder geplant? Absicht? Wir haben natürlich im Vorhinein 2012 schon gesagt, wir machen dann 2016 einen Crazy Donnerstag Ja, da haben wir schon alles in gewusst. weiser Voraussicht auf Ding. Weißt, welche Feiertage, an denen man Alkohol konsumieren kann, fallen noch auf einen Donnerstag dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Laut Studenten jeder. Jeder zweite. Was? Was? So, wir haben, wie gesagt, ich habe mir überlegt, vielleicht sogar ein Editorial drüber zu machen und wer weiß, vielleicht kommt es auch noch ein bisschen was Genaueres, aber ich würde einfach mal ganz gerne im Allgemeinen drüber reden, weil wir haben ja predicted sozusagen den Preis fürs PlayStation VR und Was haben wir damals noch gesagt? es soll leistbar zwischen, wir haben unser, glaube ich, ein Fenster zwischen 250 und 350 genommen. Zu dem Ja. Zeitpunkt war aber noch nicht klar, dass da eine extra Processing Unit dabei ist, um bessere Qualität praktisch, also wie ein Upgrade für die PlayStation praktisch. Vor allem, weil ja dieses asymmetrische Crossplay ermöglicht werden soll und dieses Processing-Ding ist unter anderem auch dafür da, es fungiert wie ein Splitter. Nämlich von der PlayStation in das Ding und von dort aus ins Headset und in den Fernseher.
Weil es gibt nämlich auch Titel, die schon angekündigt sind, wo eben Leute mit den Controllern neben dem Typ mit dem Headset sitzen und der Typ mit dem Headset gegen die Leute mit den Controllern was spielt. Oh, das ist geil. So à la Keep Talking and Nobody Explodes. Wo vielleicht auch demnächst noch irgendwas kommt. Mal schauen. Dieses Secret is Secret. Very Secret is Secret. Mal schauen. Also ich kann nur sagen, dass PlayStation jetzt auch mit einem Release-Datum und einem Preis rausgerückt ist, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, nachdem ja Oculus einen Preis hat und schon shippt, glaube ich. März, mittlerweile shippt Oculus. März war angedacht, dass geshippt wird. Und hat jetzt die Vive jetzt auch über Steam quasi auch. Kommt in 2 Monaten, dabei nur Vorverkäufe. Genau, das ist halt auch mit 800 Euro ziemlich teuer. Und jetzt unschlagbare 3,99 von Sony. Mittlerweile, wohlgemerkt, auch schon das bestverkaufte VR-Headset weltweit. Ja, gut, um den Preis. Ist schon tatsächlich überall vergriffen, vorbestellt, alles. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sie auf der Game City, wir beide haben sie ausprobiert 2-mal. Und es ist einfach nur genial. Also, ja, also ich kann jetzt an der Stelle sagen, zäum mal das Pferd ein bisschen von hinten auf, würde ich sagen. Mach mal da mal richtig schön. Ich gebe dir mal Eckdaten, weil du hast sicherlich was dazu zu sagen. Wir haben ja selber privat noch nicht so viel drüber geredet, eben aus dem Grund, dass wir jetzt ein bisschen mehr drüber reden können. Genau. Ich gebe dir da so im Allgemeinen ein paar Eckdaten. Fürs allererste wäre es vielleicht einmal wichtig, dass wir mal vorne weggehen und sagen, okay, gut. Was gibt uns das alles? Und dafür habe ich mir nämlich explizit... ich freue mich jetzt an meinem... Warum schäumt das die Frokade so arg? Das ist sicher schon abgerennt. Ja, warte. Riecht doch ein bisschen alkoholhaltig. Also, weil die Früchte in der Frokade fermentieren. Geht schon. Ja. Als allererstes wäre es vielleicht einmal wichtig, eine Art Spreadsheet mehr oder minder für euch auch aufzumachen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, gut, was geben einem eigentlich die ganzen Headsets? Und sie gehen doch sehr weit auseinander in dem, für was sie eigentlich gedacht sind. Wo ein Oculus für die sitzende Experience und für diese typische PC-Experience, wo wir alle eigentlich gedacht haben, dass es hingeht, gedacht ist, ist das HTC Vive darauf ausgelegt, eine Raum-Experience zu schaffen. Mhm. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Und wie gut das tatsächlich sitzend verwendbar wird und bleibt, ist auch eine Frage. Aber da es ja mehr oder minder von Valve finanziert worden ist auch mit... Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihre Steam-Plattform da so weit außen vor lassen. Ja, nein, ich glaube, es wird eher beides. Ich glaube auch, dass es beides wird. Weil du hast ja den Sensor und den kannst du ja dann auch quasi vom PC verwenden. Was du jetzt einfach hinstellst, weil du brauchst den Bildschirm eh nicht sehen. Ja, du kannst nicht nur einen Sensor, das ist das nächste Problem, du kannst nicht nur einen Sensor hinstellen, weil das HTC Vive funktioniert anscheinend, ja, soweit ich das jetzt bemerkt habe, nur mit den beiden Controllern, die dabei sind. Aha. Also mit diesen 2 Spezialcontrollern. Ja, die schauen aber schon gut aus und funktionieren angeblich auch richtig gut. Außerdem brauchst du Platz für 2 bis 3 wirkliche so, also wie die Boxen, die hier bei mir rumstehen, solche Aufsteller im Raum. Das sind nämlich die Sensoren. 2 oder 3 Stück. Ich glaube, 2 sind im normalen Paket enthalten. Und das ist schon sehr viel und sehr groß platzaufwendig, wenn man mich fragt. Eigentlich, ja. Und wir leben, ich meine, wir in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal, haben ja noch vergleichsweise viel Platz in unseren Wohnungen im Vergleich zum Beispiel London oder im allgemeinen Großbritannien, wo die Leute mehr oder minder in kleinen Boxen übereinander wohnen. Ja, schau dir mal an, die ganzen asiatischen Staaten. Ja, abgesehen davon. Die leben in Schachteln quasi. Gut, aber in den asiatischen Bereichen wird sich sowieso wie immer alles nicht durchsetzen, außer Sony. Ja. So wie immer. Und da kommen wir nämlich zum Punkt. Aber Sony ist ja auch ein bisschen eine Raum-Experience, was wir gesehen haben. Nein, tatsächlich nicht. Es ist möglich, eine Raum-Experience damit zu schaffen, ja. Aber die besteht nur aus Aufstehen, Hinsetzen und möglicherweise 2 bis 3 Meter rund um dich, wenn du das möchtest. Das wird tatsächlich eine Option. Ach so. Das Sony VR, zumindest laut Press-Release und allem drum und dran und den Vorstellungen und Interviews und allem, soll möglichst komfortabel auch im Sitzen mit einem Controller in der Hand oder mit den Move-Controllern, das ist alles normal spielbar. Tatsächlich, und das ist der nächste Punkt, die Sony-Controller, die PS4-Controller sind bereits integriert in das ganze System und du kannst problemlos mit einem normalen PS4-Controller zocken, der im Raum, weil er ja im Raum wahrgenommen wird von der Eye-Camera. Ja, richtig. Und auch deshalb hat er auch dieses Lichtding unter anderem, um besser im Raum wahrgenommen zu werden.
All diese Dinge sind da schon mit eingeflossen und funktionieren tipptopp. Da gibt es keine Beschwerden bis jetzt und das Ding funktioniert. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die technische Seite ein bisschen aufgreift. Und da war ich ehrlich überrascht, weil das, ich habe ja in meinem Oculus-Video ein bisschen über die Herzfrequenzen und Bildwiederholungsraten und so geredet, die notwendig sind, damit man eine relativ motion-sickness-freie und vor allem auch relativ reelle Erfahrung kriegt. Und die Sache ist die, das schlechteste der drei Produkte in dem Department ist das Oculus. Ja. Mit dem minimalen 90 Hertz, die aber auch nicht auf höher getaktet werden können. Also da geht gar nichts. Also das ist gelockt auf 90 Hertz. Ich meine, das ist eine gute Herzrate, alles gut und so, aber es ist noch nicht perfekt und nicht optimal. Und ich beim Vive ist es 90 geklockt, aber also auf 90 gelockt, aber frei für mehr. Wie viel mehr kann noch keiner sagen, weil das wollen sie auch anscheinend nicht offen preisgeben. Warum? Wer allerdings sehr wohl offen drüber redet, und das muss man ihnen auch wieder zugute halten, ist PlayStation VR. Und PlayStation VR sagt ganz offen, das Ding hat 90 und es ist für Entwickler offen bis zu 120. 120 Hertz ist das Maximum, was das Gerät hinkriegt. Das ist ein Fakt und damit können die Entwickler arbeiten, wenn sie Lust drauf haben. Ja. Was awesome ist. Das Einzige, und jetzt, wenn man all die drei Teile miteinander vergleicht, ist das Einzige, was technisch schwächer am PlayStation VR ist und nicht besser oder gleich als bei den anderen, sind tatsächlich die Bildschirme. Der Bildschirm vom PlayStation VR ist genau nur so wie der vom Oculus, glaube ich. Wenn nicht sogar nur minimal kleiner. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es ja aufgehabt. Ja. Und allein das, wenn du da sitzt und als erstes diese roten Nebel da und diese Lichtdinger um dich herumfliegen und du das erste Mal das aufsetzt und dann rund um dich herumschaust. Und ich habe geglaubt als erstes, dass mein Sichtfeld sehr eingeengt sein wird, dass ich mit den Augen nicht links und rechts schauen kann, wie ich es natürlich mache. Aber du hast das Ding auf und die Bildschirme sind wirklich teilweise bis weiter aus deinem Sichtfeld raus, weil du natürlich auch eine Linse davor hast, die das Ganze verbreitet. Und ich sitze da und schaue und wirklich die Augenbewegungen haben sich nicht verändert. Ja. Und das ist so natürlich drauf, weil es ist auch überhaupt nicht schwer. Mhm. Und das ist das Geilste. Das ist der nächste Punkt. Das PlayStation VR ist tatsächlich das schwerste der drei Geräte. Echt? Das schwerste. Aber, ich sag dir, warum dir das nicht aufgefallen ist, und das ist der Punkt. Es ist wie ein Hut und nicht wie eine Brille. Ja. Das PlayStation VR ist ein Hut, den setzt du auf, der sitzt auf deinem Kopf und den schnallst du dir nicht um. Das ist wie das Kappel, da vorne und da hinten. Es hat halt da oben so einen breiten Bereich, es ist so ein Heiligenschein, kann man fast sagen. Es ist halt wie ein Kapperl. Ja. Es geht bis da nach hinten runter und unter da kannst du es praktisch andocken, genau. Also auf die Größe, wie du das willst, und dann hält es halt. Ja, vor allem, weil dann das Gewicht nicht da vorne ist, sondern es ist überall verteilt. Ja. Und es ist Wahnsinn. Da kann es dann auch gerne ein bisschen schwerer sein, weil es dann eh egal ist. Also ich habe es echt nicht schwer gefunden. Und nein, ich auch nicht. Ich war auch, also das Development Kit 1 von der Oculus war auf jeden Fall das Doppelte locker schwerer. Ja, du hast, da war auch ein unbequemer. Helm, war auch ein Helm dabei. Ja, aber ich rein vom Gefühl von der Brille auch. Weil die Brille habe ich auf der Nase gehabt. Das ist alles auf meiner Nase gesessen. Ja, das ist scheiße. Das ist auch, was ich so früher bei Headset immer, bei schlechten Headset immer bekrittel, die jetzt nicht übers Ohr gehen, sondern auf dem Ohr sind, dass sie das Ohr mit runterziehen. Ja. Und alles überall, wo ein Gewicht von oben, zum Beispiel auf so Weichteilen wie Nase, Ohren oder zum Beispiel da oben ist einfach nur. Und das Problem hast du beim PlayStation VR tatsächlich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Und, vor allem auf der Stirn. Es muss natürlich noch geschaut werden, wie komfortabel es auf Dauer tatsächlich ist. Wir werden es uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Mhm. Und wenn es dann mehr darüber zu reden gibt, werden wir, glaube ich, auch drüber reden. Weil wer mehr über das PlayStation VR und unsere Erfahrungen damit wissen will, der kann sich gerne noch einmal, ist eh unter den beliebten Videos auf der Mainpage tatsächlich unten, das Platz 2 oder VR so. Talk. Ja, der Oculus und PlayStation VR Talk, wo wir ein bisschen über unsere Hands-on-Experience mit dem Gerät auch reden. Genau. Und mit Videos tatsächlich auch von uns, wie Hampelmänner im Raum uns bewegen. Das nächste an der Geschichte ist auch, es ist halt einfach intuitiv. Ja, Wahnsinn. Allein die Geschichte mit dem Nachladen. Du gehst her, nimmst das Magazin, vor allem die Motion ist, als ob du das so machen würdest, aber im Endeffekt greifst du da hinten. Das heißt, aber es ist natürlich, es fühlt sich natürlich an. Obwohl du es nur mit einem Finger machst, ich nehme das, ich mach das auf, weißt, ganz normal, dann gehst her und haust das unten in eine Knarre rein. Die Motion hat mir halt noch gefehlt. Ja.
Und dann. Ich glaube, da werden sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das ist ja auch nur. Das ist dieses Demo. Das Show-Spiel. Ist ein Teil tatsächlich. Der London Heist ist ein großer Teil des ersten komplett VR-Pakets, das, glaube ich, beim PlayStation VR sogar dabei sein soll. Nämlich VR World. Mhm. Wo ein paar so verschiedene Titel und so dabei sind. Alles cool. Das nächste, was man wirklich dem ganzen Ding tatsächlich zugutehalten soll, ich glaube, das ist auch der letzte Punkt, den wir diesbezüglich ansprechen, ist, es sind jetzt schon eine Liste von knapp 120 Spielen oder 70 bis 120 Spielen angekündigt für das Ding. Also die arbeiten wirklich schon seit Monaten mit Hochdruck an richtig vielen Titeln. Also auch Third Party und alles. Mhm. Und tatsächlich gar nicht so viel Shovelware, wo ich sage, okay, gut, das ist jetzt altes Zeug, das wird jetzt darauf optimiert. Ja, nein, sondern wirklich eigene Titel fürs VR. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir die drei großen Player da. Das heißt, das VR-Zeitalter ist angebrochen. Mit 2016 kann man sagen, dass das VR-Zeitalter, weil es hat ja bis dato schon VR gegeben, aber nur für eine Handvoll ausgewählt und die sich das Oculus Press Kit kaufen wollten. Es gab auch schon in den 90ern nicht schlechte VR. Ja, aber nicht für den Heimgebrauch. Nicht für den Heimgebrauch. Und jetzt haben halt einfach wirklich drei große Hersteller, die sagen, okay, gut, das ist unser Preis, das ist unser Preis und das ist unser Preis. Und du kannst hergehen, hey, cool, ich bin sowieso ein Konsolierer und habe nur eine PS4, was will ich mehr? Passt, oh, VR. Da sprichst du einen irrsinnig wichtigen Punkt, das ist ja das Nächste. Das Oculus kostet ja nicht nur $700, also 700 Euro. Und das Vive kostet auch nicht nur 800 Euro. Die kosten nämlich in Wirklichkeit das plus einen PC, der das supportet. Richtig. Und da musst du mit mindestens, wenn du keinen mindestens 1000 Euro rechnen. Pass auf, das Geilste ist, wenn du keinen PC hast, der das schafft, musst du, wie gesagt, mit mindestens 1000 Euro rechnen, plus die 800 Euro, sind wir bei 1800 Euro. Aber wenn du keine PS4 hast, kaufst und du eine. Ding, dann, und keine VR, dann kaufst du dir beides für einen Preis von insgesamt 800 nicht Euro. Nicht einmal. Ja, 700 Euro sind es jetzt, oder? Nein. 57. Und ich garantiere dir, es kommt ein Bundle raus mit beidem. Ja. Um 700 wahrscheinlich. Oder um 600. Das ist das wahrscheinlich, das ich mir dann kaufen werde. Möglicherweise, ja. Ja, weil ganz ehrlich. Also spätestens, ich garantiere, das ist jetzt eine Prediction natürlich, aber ich garantiere, bis spätestens Weihnachten gibt es ein PlayStation 4 VR-Bundle und dann ist Microsoft Geschichte im Konsolenmarkt. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist der Zug, den Microsoft komplett verpasst hat. Komplett. Und warum hat Microsoft den Zug verpasst? Weil sie jahrelang in ein System gebuttert haben, das kein Schwanz wollte und das dem Konsumenten aufdrängen wollten. Und da haben sie zu viel Geld reingebuttert. Das Problem war mit Kinect ist, dass sie das wirklich auch mandatory bei der Xbox One dabei gehabt haben. Ja, das Problem ist nicht nur das, sie wollten jahrelang, dass das was Großes wird und es hat nie so recht funktioniert. Sie wollten es jedem immer aufs Auge drücken. Und da ist viel Geld reingeflossen. Ich verstehe, dass man als Company da mit Nachdruck dran sitzt. Ich finde es halt schade, dass sie sich da so quasi aus diesem Segment rausholen. Sagt nicht, dass die komplett aus dem Konsolenmarkt vielleicht verschwinden werden. Nein, das nicht. Das war natürlich übertrieben gesagt. Es gibt sicher noch die ganzen Xbox-Leute, jetzt nicht mit Xbox-Mitarbeiter, aber es gibt sicher Leute, die das bevorzugen, einfach aus persönlicher Präferenz heraus. Online-Play, was auch immer, oder Controller ist cooler, keine Ahnung. Oder ja, aber ich bin markentreuer halt, was weiß ich, keine Ahnung. Ist ja jetzt einmal irrelevant an der Stelle, weißt du? Ja. Fakt ist aber einfach, Microsoft hat einen groben Fehler gemacht, nicht im VR-Rennen mitzuspielen. Ja. Ihr VR-Ding ist ja Kinect quasi. Ja. Aber das Problem, ich sehe das eher Marketing für Kinder, weil Kinder haben bei Kinect sicher extrem viel Spaß. Nein, ich glaube auch, dass Kinect genau das Richtige eben für solche Leute. Aber das Problem daran war wieder, in der Zeit, wo Kinect rausgekommen ist, gab es immer noch die Wii. Richtig. Und die war schon in jedem Haushalt. Und die hat Kindern schon genug Freude gemacht. Und da brauchst du nicht mehr. Und die Wii war immer schon fast die Hälfte billiger als alles andere, was jeder andere anbietet. Deshalb ist die Wii auch in jedem scheiß Haushalt. Ja. Ja. Aber das ist sicherlich ein Gespräch, das man ein bisschen tiefer auch noch eintauchen kann. Schreibt uns einfach in die Kommentare, ob ihr da einen zweiten VR-Vlog oder sowas sehen wollt. Vielleicht können wir für einen Crazy Donnerstag tatsächlich eine kleine Talkrunde mal machen. Ja, wir einfach über VR ein bisschen eingängiger reden und ein paar Videos einblenden über die neuen Sachen. Wäre nett, ja. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst es uns einfach wissen. Ich hätte tatsächlich noch eine lustige GIS-Geschichte, aber die heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Ja, oder du erzählst es in einer Folge von Couchnups. Von Couchnups, ja. Mal schauen. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. War mal wieder etwas anderes. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns bitte einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Schämt euch nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. Wir schämen uns für euch mit.
Das nächste Mal bei Couch Talks gibt's dann wieder mehr Couch Talks. Mit dieser Couch, diesen zwei Jungs und wir talken ein bisschen. Das letzte Mal hast du doch wieder gesagt, das nächste Mal gibt's mehr Couch Talks. Aber was ist jetzt? Jetzt haben wir wieder VR Talk gemacht. Kein Couch Talk. Es war VR Couch Talk. Es war Couch Talk auf der VR. Ich meine VR auf der Couch. Jobba. Ups. Hallo Endcard. Sprechen wir mal die Leute auf der Endcard an. Sagen wir was zu unseren Leuten auf der Endcard. Hallihallo. Da oben gibt es einen Button. Jobba. Der kein Button ist, der... Ja. Wo man dann selber runterscrollen muss und abonnieren drücken muss. Das ist ein großer roter Button, den kann man nicht übersehen. Ja, aber den kann man nicht drücken. Dann drückt man halt den, wenn ihr jetzt die Anmerkungen wieder einschaltet, die ihr so wie wieder wehig abgeschalten habt zum Anfang des Videos, weil ihr das Logo unten im Eck zum Scheißen findet, dann könnt ihr das jetzt wieder anmachen und unten im Eck draufdrücken, könnt ihr auch abonnieren. Richtig. Außer ihr seid schon abonniert, dann würdet ihr vielleicht deabonnieren. Nein, nicht! Nein!